Datensicherheit im Internet war heute wieder ein großes Nachrichtenthema. Es ist unfassbar, wie gleichgültig dieses Thema den meisten offenbar ist. Das hier sind tatsächlich ein paar der am meisten benutzten Passwörter im Netz. Die könnten allenfalls deshalb ein Mittel gegen Hacker sein, weil die bei sowas vor Langeweile eingehen. Die Hackerbande, die heute weltweit Schlagzeilen macht, würde man allerdings auch nicht abhalten mit sowas. Über 1 Milliarde Datensätze sollen die sich ergaunert haben, mit Passwort, Adresse und allem drum und dran. Das heißt, die haben diese Konten jetzt, die stehen offen für ihre Eingriffe, egal ob das Passwort kompliziert oder simpel war. Kamran Zafiarian berichtet, es wird mal wieder Zeit, zur Vorsicht alle Passwörter zu ändern. Es ist ein Cyberangriff mit gigantischem Ausmaß. Eine russische Hackerbande soll den weltweit größten Internetdatendiebstahl begangen haben. 1,2 Milliarden Kombinationen von Benutzernamen und Passwort. Mehr als 500 Millionen E-Mail-Adressen sollen betroffen sein. Die Daten sollen von rund 420.000 Webseiten stammen. Eine US-Firma hat den Datendiebstahl aufgedeckt. Unsere Untersuchungen haben 7 Monate lang gedauert. Dann sind wir der russischen Hacker-Gang und ihrem Datenklau auf die Schliche gekommen. Die Methode der Hacker sei raffiniert. Per Internet infizieren sie tausende Rechner mit Schadsoftware, um sie dann fernzusteuern. Diese sogenannten Botnetze, eine Art virtuelle Armee, suchen dann nach Sicherheitslücken in Online-Datenbanken, die dann attackiert werden können. Vor allem werden diese Daten missbraucht, um Spam-Mails zu verschicken, also Werbemails oder auch Trojaner. Man kann auch mit solchen Daten Online-Banking betreiben, wenn es der User gemacht hat, also finanzielle Schäden. Man kann auch unter dem Decknamen dieser Daten auch strafbare Handlungen begehen im Netz. Da ist leider Gottes sozusagen die Einsatzmöglichkeit, die kriminelle, vielfältig. Bisher ist es schwer abzuschätzen, wie viele Menschen genau vom Datenklau betroffen sind. Denn viele Nutzer setzen die gleichen häufig gebrauchten Passwörter bei verschiedenen Webseiten ein. Derzeit prüfen wir mit Hochdruck, ob hier auch Betroffenheit in Deutschland vorliegt. Das heißt, ob Behörden, Unternehmen oder Privatanwender in Deutschland betroffen sind. Aufgrund der Tatsache, dass hier eine Anzahl von 1,2 Milliarden Datensätze genannt wird, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auch Betroffenheit in Deutschland vorliegt. Hold Security will bisher keine Details zum digitalen Raubzug nennen. Stattdessen wirbt die Firma für eigene kostenpflichtige Sicherheitsangebote. In Deutschland können Nutzer noch nicht prüfen, ob sie vom Datenklau betroffen sind. Experten empfehlen einen aktuellen Virenschutz und eine Firewall. Zudem sollen sie auch dringend starke Passwörter verwenden und gegebenenfalls diese Passwörter natürlich ändern und natürlich für jeden Online-Dienst ein eigenes Passwort verwenden. Die Dimension dieses Datendiebstahls schreckt auf. Er zeigt einmal mehr, in der digitalen Welt scheint nichts und niemand sicher.